Ich steuere den Wagen in die Auffahrt, lehne mich zurück, versuche mich zu entspannen. Ich schwöre bei Gott, heute hat es mindestens 35 Grad. Schweiß rinnt mir über den ganzen Körper. Ich beuge mich vor, greife nach meinem Aktenkoffer und steige aus dem Wagen. Noch ein paar Schritte bis zur Eingangstür, dann fummel ich am Schloss herum und stoße einen Seufzer der Erleichterung aus, als ich eintrete. Kennen Sie das Gefühl? Sie arbeiten den ganzen Tag bei glühender Hitze, 8 Stunden Stress. Dann hocken Sie sich mit einem kühlen Bier in der Hand hin, legen die Füße hoch und ziehen die Schuhe aus. Ein absoluter Hochgenuss. Ich hole die Zeitung raus. Auf der Titelseite prangen lauter reißerische Schlagzeilen. Ein Artikel über einen Kerl, der die Stadt terrorisiert, Frauen umbringt, Folter, Vergewaltigung, Mord. Der Stoff, aus dem man Filme macht. Ich hocke immer noch da und lese, als Angela umgeben von weißem Dampf und dem Duft ihrer Körperlotion aus dem Bad kommt. Ich lasse die Zeitung sinken und lächle. Sie sieht zu mir rüber. Scheiße, wer sind Sie denn? Fragt sie. Ich heiße Joe, sage ich. Vielleicht haben Sie schon von mir gelesen. Ich bin ein netter Kerl, aber manchmal bringe ich Frauen um. Der siebte Tod von Paul Cleave. Gelesen von Martin Kessler.